Sehr gut, okay. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Immer, das ist das Standard bei mir. Ich muss mich eigentlich gerade entschuldigen für diesen Dialekt. Was Sie heute hören werden, ist schon eine Kombination aus Holländisch, Schweizerdeutsch und Hochdeutsch. Das hat damit zu tun, dass ich in Holland geboren, aufgewachsen bin und jetzt in der Schweiz wohne und trotzdem versuche, Hochdeutsch zu sprechen. Wenn Sie etwas nicht verstehen oder etwas fragen möchten, wie Marco schon gesagt hat, einfach direkt interrumpieren. Das ist alles gar kein Problem. Was ich heute in dieser halben Stunde gerne zeigen möchte, ist, wieso das Thema Kundenservice eigentlich für Customer Experience Management, so wie wir das so schön nennen, so wichtig ist. Und wo wir eigentlich stehen, und das möchte ich dann anhand von Angaben von unserem Service Excellence Cockpit dann aufzeigen. Und werde dazu ein paar aktuelle Ergebnisse dann liefern, die im Moment im Report, der hier jetzt erfasst wird, dann zusammengestellt werden und die wir Ende September dann zur Verfügung haben. Wieso habe ich das Thema jetzt eigentlich so Kundenservice als strategischer Bestandteil von CX gewählt? Das hat eigentlich mit Folgendes zu tun. Sehr viele Firmen investieren im Moment in Customer Experience Management. Und wir hören immer wieder, wenn wir bei Firmen unterwegs sind, ob es ein Projekt ist oder einfach in einem Austausch, das intern, dass man sagt, ja genau, das ist unglaublich wichtig, da müssen wir etwas machen. Und wenn wir dann solche Studie, in diesem Fall von Bain & Company anschauen, sehen wir, dass es eigentlich als Kunde sich gar nicht so wahrgenommen wird. Und wir haben uns dann eigentlich gefragt, ja, wieso ist das eigentlich? Weil, wenn man mit CEO spricht, dann sagen die, ja, da wird einiges investiert, da wird einiges gemacht. Wenn man den Kunde fragt, dann heißt es, puh, ja, wir kommen da gar nicht so viel mit. Und Firmen setzen im Moment Customer Experience Managers ein, es gibt Taskforce, es gibt da einiges. Und wir haben uns gefragt, okay, was steckt da dahinter? Was müssen wir da eigentlich dann machen? Und das fängt eigentlich schon an bei dieser Wahrnehmung innerhalb vom Unternehmen zum Thema so Kundenerlebnis. Weil das ist meistens in diese drei Silos dann so aufgeteilt. Es gibt den Vertriebsbereich, Marketingbereich, Servicebereich. Und wenn man dann schaut, ja, wo wird das jetzt aufgehängt, ist es meistens nicht im Servicebereich. Und wir haben uns gefragt, ja, hey, was soll das? Wie kann das sein? Und haben dann bemerkt, das Ganze fängt eigentlich schon an, wenn man sich erste Gedanken macht zum Customer Journey. Und das habe ich jetzt hier mal so dargestellt, das ist so typisch, was wir immer wieder vorfinden, in jedes Unternehmen eigentlich. Alle machen jetzt Customer Journeys, alle machen jetzt Personas. Da müssen wir uns groß Gedanken machen. Und da sieht in de Projekte immer gleich aus. Marketing, das ist ein Riesenteil. Wir müssen die Aufmerksamkeit gewinnen. Wir müssen schauen, dass wir die Kunde oder potenzielle Kunde in diesem Fall, müssen die irgendwie zu uns kommen dann brauchen wir, ich weiß nicht, was für Kanäle und Hightech-Systeme und was dann auch. Dann kommt der ganze Sales-Bereich, auch immer sehr lang, sehr ausführlich beschrieben. Wir müssen da diese Ramp-up-Phase und wenn wir dann den Kunden endlich mal so am Angel dran haben, dann kommt das Onboarding und das müssen wir super machen und Riesenschritte und alles über sehr schöne Systeme und Tools und was dann auch. Und dann, ah ja, genau, dann haben wir am Schluss noch ein bisschen After-Sales, weil dann haben wir den Kunden schon und damit ist die Journey eigentlich vorbei. Und wenn wir jetzt schauen, was ist dann die Realität? Da sehen wir natürlich plötzlich, dass es ganz anders ist. Im ganzen Kundenerlebnis, und jetzt betrachte ich das Ganze aus Kundensicht, sage ich, hey, ein bisschen Marketing, ich sehe mal eine Broschüre, ein Flyer oder irgendetwas, dann schließe ich diese Kauf ab und nachher möchte ich eigentlich sehr lange mit einem guten Erlebnis mit dieser Firma in Kontakt bleiben. Ich möchte eigentlich Kunde bleiben. Und dafür muss eigentlich diese Firma im Bereich Service, muss sie eigentlich die richtigen Erlebnisse sicherstellen. Und das ist halt so, was diese Realität, die es in der Praxis, in den Projekten dann halt nicht gibt, aber in der Umsetzung umso mehr. Und das sieht man dann eigentlich schon als erster Punkt, wo sind dann Themen, die mit Customer Experience zu tun haben, wo sind die aufgehängt? Und das ist meistens halt im Marketing oder irgendwie bei Stabstellen. Und das sind meistens auch Leute, die haben noch nie
eine Kunde angerufen wegen einem Beschwerde und mal gefragt, hoe, was können wir da machen und wie sieht das aus? Und die haben noch nie in Reklamation entgegengenommen. Das sind Leute, die eigentlich auch dieses ganze Kundenerlebnis selber gar noch nicht erlebt haben. Und das ist auf der einen Seite, ist es natürlich aus Kundensicht, wo ich sage, ja, hey, komm, schau einfach, wenn ich Kunde bin, dass ich richtig bedient wird, dass das alles funktioniert, das ist ganz wichtig. Aber das Komische ist eigentlich aus Unternehmenssicht, wenn man dann mit dem Vorstand oder mit einer Geschäftsleitung dann spricht, das sagen auch alle, ja, ein Neukunde akquirieren ist viel teurer als ein bestehender Kunde behalten. Da fragen wir sich wirklich, ja, wieso investieren wir dann so viel jetzt in Marketing und etwas weniger da im Servicebereich? Irgendwie unverständlich. Plus, wenn wir ganz ehrlich sind, viele, so wie wir, arbeiten für Firmen, die haben eigentlich schon relativ viel Kunden auch, gute Bestandskunden, und da kann man etwas machen. Und da sieht man dann, dass wir da schon eine Diskrepanz haben zwischen das, was wir eigentlich machen in de Firmen und das, was dann in de Praxis auch wirklich passiert und was die Kunden auch erwarten. Und das Gleiche gilt dann eigentlich auch für die Kanäle, die wir dort einsetzen. Es gibt kein einziger Customer Journey, wo nicht groß irgendwelche Robotics, Chatbots oder was dann auch für coole neue Videokanäle oder was dann auch eingesetzt werden. Wenn wir wieder in de Praxis schauen und sagen, hey, wie wird dann kommuniziert mit dem Unternehmen? Dann sehen wir, das sind die klassischen Kanäle. Das ist Telefon, das ist Mail, das ist vielleicht immer noch ein Brief. Und da haben wir auch wieder diese Diskrepanz. Und ja, dass diese klassischen Kanäle immer noch wichtig sind, das ist etwas, das können wir wirklich auch zeigen. Das basiert jetzt auf diese Daten aus dem Service Excellence Cockpit. Und da sieht man in den letzten Jahren, wir haben gemessen 2015 bis 2021, wie eigentlich so diese Nutzung von diesen Kommunikationskanälen sich geändert hat. Und da sieht man, dass tatsächlich Telefon, das was man immer sagt, das wird weniger, aber auf sehr hohem Niveau, ne, von 81% jetzt auf 76%, das heißt 3/4 aller Kontakte immer noch über das Telefon. Dan sehen wir E-Mail, ein bisschen mehr, ist relativ stabil, von 13% auf 15%, aber nicht weniger. Wir sehen Brief, stabil, Fax, typisch stabil, das sind so gewisse Branchen, wo das halt immer noch so gang und gäbe ist. Und dann die neuen Kanäle, die kommen dann auch. Aber unter dem Strich, muss ich sagen, das passiert dann im Moment noch nicht so viel. Und das ist natürlich etwas, das heißt nicht, dass man das jetzt vernachlässigen muss. Das ist einfach, hey, wenn ich jetzt irgendwie Prioritäten setzen muss, wenn es um das Kundenerlebnis geht, möchte ich dann da voll in Chat oder Video investieren oder soll ich eher in andere Kanäle dann investieren und dann dort etwas machen? En dat is dan zo zum Thema so Kanäle. Jetzt ist die große Frage, woher kommen die Daten? Ich habe immer so von Service Excellence Cockpit geredet. Ganz kurz, das ist so ein Online-Benchmarking-Tool, gibt es jetzt seit 8 Jahren. Da fragen wir jedes Jahr so in verschiedene Bereiche von Kundenmanagement, verschiedene Themen ab. Da haben wir so um die 210 Teilnehmer jetzt im letzten Jahr gehabt, über alle Branchen eigentlich hinweg. Das ist ganz schön. Und man sieht auch, da sind wir so hauptsächlich so im Dach. Bereich sind wir unterwegs. Von dieser ganzen Benchmarking-Lösung ist das Ganze so ein bisschen so in ein Ökosystem umgewandelt, wo wir sagen, wir haben ein Report, wir haben das Online-Benchmarking, es gibt so Roundtables, es gibt Webinare, so wie heute, und wir haben jetzt sogar noch einen Praxislehrgang, haben wir aufgesetzt, weil wir bemerkt haben, es ist sehr wichtig, wenn man das Thema Service und Kundenmanagement anschaut, dass man diese ganzheitliche Sicht bekommt und dass man sich da gegenseitig auch unterstützt, weil das steht man in dem Sinne nicht direkt im Wettbewerb, wenn man im operativen Geschäft ist, da kann man eigentlich nur voneinander lernen und sich ständig weiterentwickeln, bringt eigentlich alle dann etwas. Und was wir damit nicht machen, ist zum Beispiel das, was Ulrike vorher so schön gezeigt hat, so der Tinder-Test, hè, ist schon etwas umfangreicher. Das hat da verschiedene Themen. Und ein wichtiges Thema, und jetzt gehe ich dann wieder auf die aktuelle Umfrage und auf die Ergebnisse, die dann mit Customer Experience zu tun haben, ist, dass alle eigentlich sagen, wir möchten eine positive Customer Experience bieten. Und Customer Experience heißt gute Kundenerlebnisse. Gute Kundenerlebnisse heißt automatisch auch eine gewisse Qualität. Und das kostet. Und dieser letzte Punkt geht dann meistens vergessen. Und dass das etwas kostet,
Dat is etwas, das hört ein Vorstand oder Geschäftsleitung natürlich nicht so gerne. Und wenn sie es hören, dann ist es meistens so, dass es dann heißt, ja, okay, komm, Marketing, mach etwas. Da gibt es dann vielleicht mal so die Budgets. Und wir haben uns gefragt, wieso ist das eigentlich? Und ein Punkt, da ist, dass wir uns mal gefragt haben, ja, was kostet dann eigentlich Service? Und das ist etwas, was wir dann bemerkt haben, dass es bei vielen Unternehmen eigentlich gar nicht so klar ist. Viele Unternehmen sind nicht in der Lage zu sagen, was sind die Servicekosten pro Kunde. Wir haben das jetzt in unser Benchmarking mal aufgenommen und haben gesehen, so, ja, im Business-to-Consumer-Bereich ist es so zwischen 5 bis 40, in diesem Fall dann Schweizer Franken, das kann man auch 1-1 übersetzen nach Euros, dann ein bisschen weniger, also zwischen 5 und 40 Franken kostet unseren Kunde im Service, so im Durchschnitt. Ist natürlich sehr abhängig von der Dienstleistung, die man anbietet, von den Skills, die ich dafür brauche. Aber Sie sehen, das ist so ein Kennzahl, wo wir sagen, okay, wenn man die hat und damit dann auch im Management gehen kann und dann sagt, hey, was sind unsere Marketingkosten, was sind unsere Vertriebskosten und wir haben jetzt die Servicekosten und jetzt müssen wir mal schauen, wo können wir jetzt anfangen zu investieren, damit wir diese Customer Experience nach vorne schieben. Dann hat man plötzlich eine ganz andere Diskussion, weil dann ist man plötzlich auf einer strategischen Ebene unterwegs und das gibt meistens dann auch Budget. Aber das ist das, was natürlich, wenn wir wieder in diese drei Silos denken, Vertrieb, da gibt es eine Strategie. Es gibt in jeder Firma eine Vertriebsstrategie. Marketing hat auch in 99% der Fälle eine Strategie, die Marketingstrategie der Firma. Service, da ist immer die große Frage. Und da sehen wir zum Beispiel, dass nur 10% der Unternehmen, die wir jetzt befragt haben, aber das ist eigentlich schon wie so eine repräsentative Zahl mit 200 Unternehmen, nur 10% haben eine Service-Strategie. Und das ist natürlich nicht so viel. Und wenn man keine Service-Strategie hat, ist es natürlich auch sehr schwierig, nachher im Management irgendwie anfangen zu diskutieren und zu sagen, hey, komm, wir wollen uns weiterentwickeln, weil wir sind wichtig für das Unternehmen. Das, was ich hier sehe, ist auch, was die meisten Firmen machen. Diese meisten machen so eine jährliche Budgetierung. Das ist klar, die machen sogar noch jährlich auch Ziele. Dann gibt es die machen so Maßnahmenplanen. Und dann am Schluss haben dann die paar, ich sage immer so 47% mit dieser Service-Strategie. Und mit diesem Anteil von Firmen, die diese Service-Strategie machen, sagen wir, hey, komm, das müssen wir erhöhen. Wenn wir sagen, wir müssen etwas machen im Bereich Customer Experience, dann müssen wir etwas mehr noch diese Service-Strategie müssen wir aussetzen. Und welche Bestandteile so eine Strategie dann hat und wie das dann aufgebaut ist oder ob so eine Strategie ein Bestandteil ist von einer Marketingstrategie oder Vertriebsstrategie, das sehen Sie alles bei unserem Report. Da gehe ich jetzt nicht im Detail darauf ein. Aber ein wichtiger Teil in so einer Strategie sind sicher so die Führungskennzahlen. Und bei diesen Führungskennzahlen haben wir dann nachgefragt bei den Unternehmen, okay, welche Zahlen werden jetzt als strategische Kennzahlen eingesetzt. Und da sieht man eigentlich immer noch, dass im Moment diese Kennzahl Service Level immer noch so A und O ist. Das wird irgendwie überall eingesetzt und das wird sogar dann auch im Management gezeigt und damit wird in dem Sinn auch geführt. Ja, wie sinnvoll das ist, da kann man darüber streiten. Ich habe da eine ganz einfache Meinung. Ich sage, es ist völlig sinnlos. Weil Service Level, das ist eine gute Zahl zum Resources planen. Aber im Sinne von Customer Experience Management oder Kundenerlebnis bringt es mir nicht, wenn ich weiß, dass 73% aller Anrufe in 40 Sekunden abgenommen werden. Ik möchte dan wissen, was passiert mit diesen 27%, die nicht innerhalb von diesen 40% abgenommen werden. Und ist jetzt 40% eine gute Zahl oder nicht? Diese Zahl ist übrigens der Durchschnitt jetzt vom Service Level, auch in unserer Studie,
die we gemerkt hebben in diesem Jahr. Und die, ja, die Zahl wird eigentlich immer tiefer. Wenn wir früher immer von 80-20 gesprochen haben, die Zahl kann man schon lange vergessen. Heute sind wir irgendwie bei 70-73% in 40 Sekunden, so als Durchschnitt. Aber ich sage immer, das ist eine Zahl, die präsentiert man dann im Management. Und die einen sagen, ja, das ist gut, die anderen sagen, nein, das ist schlecht. Aber was wir wirklich damit machen können, das weiß dann eigentlich niemand. Niemand weiß auch genau, wie die gemessen wird übrigens. Deshalb bin ich der Meinung, das ist eine operative Zahl, die ist okay, die muss man haben, aber mehr zum Planen. Aber die wird häufig noch benutzt. Und was man jetzt hier auch sieht, ist, dass die wirklich strategische Kennzahlen, wie zum Beispiel so Kontakte pro Kunde oder was ich vorher besprochen habe, diese Servicekosten pro Kunde, die werden nur in so 10, vielleicht 15% der Fälle werden die gemessen und da wird damit gesteuert. Und so diese ganz wichtigen Zahlen, wie zum Beispiel Beschwerden pro Kunde oder Anzahl wertschöpfende Kontakte, dass wir sagen können, hör mal, bei uns im Service Center, da bekommen wir Kontakte und 80% davon, das sind wirklich wertschöpfende Kontakte. Wir haben wertschöpfende Kontakte so und so und so definiert. Deshalb, die bringen uns auch wirklich etwas. Das passiert im Moment eigentlich noch viel zu wenig. Und das ist auch dann schwierig, danach ja zu sagen, hey komm, wir sind da im Bereich Kundenservice, um einen positiven Beitrag, um Kundenerlebnis zu liefern. Deshalb, da gibt's sicher noch einiges zu tun. Was aber sehr positiv ist, ist mal so diese Darstellung jetzt aus dem aktuellen Service Excellence Cockpit. Da fragen wir die Firmen, was macht ihr eigentlich am Abschluss von een Call, wenn jetzt jemand anruft und landet in der Serviceorganisation und ihr löst das Problem, macht ihr dann mit dieser Call noch etwas? Und da sehen wir, dass jetzt in den letzten paar Jahren, das ist jetzt ein Vergleich zwischen 2018 und 2021, die gelbe Balken ist Schweiz, rot sind einfach so Finanzdienstleister im ganzen Dagraum. Dass toch alles een bisschen meer is, und das heißt, oben, ich weiß nicht, ob es genügend groß ist, aber oben steht Kundenbindung, Loyalitätsprogramm. Das heißt, da wird dann nochmal darauf hingewiesen. Diese zweite ist sicher sehr wichtig für den Vertrieb, Up- und Cross-Selling. Da sieht man so um die 10% der Calls wird dann benutzt zum Cross- und Upselling machen. Und das ist natürlich sehr wichtig im Auge auch vom Finanzchef, vom Vertriebschef, zum sagen, hey, komm, da, das Service Center macht etwas für uns. Im Bereich so Information, Administration, das wird viel mehr gemacht. Nochmal E-Mail, stimmt das noch? Stimmen die Daten noch? Können wir da noch etwas machen? Und als letzte Punkt da, eine Spezialaktion mit Wow-Effekt. Es gibt immer so die spezielle Aktionen. Das wird halt noch nicht so oft gemacht, aber trotzdem, es gibt die. Und der Trend ist steigend. Ich glaube, das ist wichtig, weil am Schluss geht es darum, dass wir sagen können, ja genau, aus dem Service raus sind wir wirklich in der Lage, einen Mehrwert zu bieten fürs Unternehmen und auch für Kundenerlebnis. Und wie man das dann macht, ist dann sicherstellen, dass man solche Kontakte, was dann eigentlich so diese werthaltige Kontakte sind, dass man die identifiziert und die dann auch versucht wirklich so auszuschöpfen. Und ich weiß nicht, ob Sie das kennen, da gibt es so diese Value Irritant Matrix. Die ist mal gemacht worden von Bill Price, ehemalig Amazon Service Chef, der gesagt hat, hör mal, man muss jeden Kontakt, muss man mal in diese Matrix abbilden und sagen, hat diese Kontakte Mehrwert für uns als Unternehmen und hat diese Mehrwert, oder diese Kontakte Mehrwert für den Kunden? Und wenn ja, für beide, dann sind das werthaltige Kontakte, die brauchen wir. Da braucht es einen persönlichen Kontakt, die müssen wir ausschöpfen, die dürfen etwas kosten, völlig okay. Auf der anderen Seite, wenn es für beide gar keinen Mehrwert bringt, das sind Kontakte, die müssen wir überflüssig machen. Wenn es irgendwelche Fehler sind, die wir ständig machen und der Kunde dann sich nervt und auch nochmal reklamieren muss, das sind Sachen, die muss man überflüssig machen. Andere Sachen kann man vereinfachen oder man kann sie automatisieren. Und so kann man eigentlich sehr schön aus Service-Sicht anfangen und sagen, okay, komm, wir müssen jetzt diese Shift machen nach rechts oben. Wir müssen jetzt Richtung werthaltige Kontakte. Und alles andere müssen wir dann versuchen irgendwie zu automatisieren oder zu vereinfachen. Und das ist etwas, was wir auch selber vorantreiben müssen. Das Wichtige in diesem Fall ist, dass solche Initiativen, dass sie dann auch aus dem Service rauskommen.
Maar was heute sehr oft passiert, ist, dass, sicher, wenn es um Automatisieren geht, bekommt Marketing ein Budget, um irgendeinen Chatbot zu bauen, oder wird irgendetwas gemacht in IT oder Stabstellen, aber dass wirklich der Servicebereich da den Lead übernimmt und sagt, hey, komm, da können wir etwas machen. Und da können wir gemeinsam mit Marketing, können wir das dann anschauen, das auch richtig auf der Webseite platzieren und alles. Und das sind eigentlich so die Initiativen, die dann nachher auch einen großen Mehrwert dann bringen für das Unternehmen und für den Service. Und das ist natürlich dann auch ein super Input nachher für eine Service-Strategie, wo man sagt, hey, komm, wo möchten wir hin? Und so gehen wir jetzt in diese Schritte, gehen wir vorwärts. Das ist eigentlich, wie man das so machen kann. Und das alles machen wir eigentlich mit einem Ziel, dass wir sagen, hey, wir möchten jetzt im Sinne von Customer Experience Management, möchten wir als Kundenservice, möchten wir Einfluss nehmen. Deshalb, wir definieren es jetzt so, dass wir sagen, das ist wirklich der Kundenmanagementprozess im Griff haben. Wir wollen mit unserer Service-Strategie, wollen wir einfach sicherstellen, dass wir diesen Prozess im Griff haben, weil das unterstützt dann am Schluss diese Customer Experience. Und dafür muss ich dann immer so drei Schritte muss ich dann machen. Und der erste ist, ich muss diese strategische Kontaktsteuerung, so wie ich das vorher erklärt habe, die muss ich definieren. Ich muss schauen, dass ich einen Servicekatalog aufbaue mit Services, wo ich sage, die laufen über persönliche Kontakte, vielleicht in Filialen oder Agenturen oder Laden. Ich habe die elektronische Kanäle, da müssen wir etwas machen, das kann man auch zentral schön lösen. Und es gibt gewisse Themen, die können wir über Self-Services, können wir die abbilden. Und diese drei Schritte, ich glaube, das kann man sehr schön in einem Servicekatalog, kann man das zusammenfassen und die kann man dann auch mit Kosten verbinden. Weil dann sieht man auch, okay, was bedeutet das, wenn wir das machen und wie wir das machen. Und wenn man so einen Servicekatalog hat, dann geht man nachher in diesen zweiten Schritt. Ich habe diese strategische Kontaktsteuerung habe gemacht und dann geht es darum, was kommt jetzt da alles noch rein und wie gehe ich dann damit um? Dafür muss ich dann wirklich über ein Operating Model schauen, wie kann ich mit den richtigen Skills, mit den richtigen Leuten, mit den richtigen Tools die Prozesse so aufsetzen, dass ich die Kontakte dann auch richtig steuere und dass die dann auch beim bestgeeigneten Mitarbeiter dann am Schluss landen. Das ist so dieser zweite Schritt, die ich da mache. Aber die mache ich dann nur mit relevanten Kontakten. Und der dritte Schritt ist dann natürlich die ganze Bearbeitung. Wenn ich das alles gemacht habe, dann habe ich so den Punkt erreicht, dass ich sage, okay, jetzt kann ich die Fälle bearbeiten und dann brauche ich die CRM-Systeme und alles, was da dazugehört. Ich brauche die richtige Organisationsstruktur, ich brauche da die richtigen Skills. Und so habe ich dann so ein gesamtes Paket, wo ich eigentlich sagen kann, ja, genau, wenn ich so meine Service-Strategie aufbaue und sage, in diese drei Bereiche will ich Einfluss nehmen, dann haben wir den Punkt erreicht, dass wir sagen können, ja, wir können mit Kundenservice kunnen we tatsächlich een ganz wichtige Beitrag leisten, dieses Kundenerlebnis, Customer Experience Management, zu verbessern. Und das ist eigentlich dann das große Ziel. Und unser minimaler Beitrag dazu ist eigentlich, dass wir genau zu solchen Themen diese Abfrage machen in unser Online-Tool. Und damit sie dann eigentlich ihr Customer Service weiterentwickeln können, schauen können, wo kann ich mich weiterentwickeln und diesen Austausch fördern mit Partner, wie wir das jetzt mit Markus auch machen. Und deshalb auch, dass sie hier an solche Webinars vorstellen. Und damit bin ich am Ende von meiner Präsentation.